Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Assassin's Creed Valhalla. Und ich werde hier jetzt erstmal kurz testen, ob der Sound gut ist. Und wenn der gut ist, dann werden wir hier heute die Geschichte weiterspielen von Assassin's Creed. Wo sind wir hier gerade? Wir sind hier gerade aus dem Animus ausgestiegen in der Gegenwart. Also da, wo wir eigentlich angefangen haben, ja, wir sind eine Gruppierung, die gegen die Templer ist, ja, auch in der jetzigen Zeit, also im Allgemeinen, haben wir aber ein Problem in der Gegenwart, jetzt in der Jetztzeit, ne, da seht ihr das, irgendwie gibt es Stürme auf der Welt, noch Lichter im Himmel und keiner weiß, was denn hier los ist. Ja, und deshalb sind wir in Ivor drin, also in dem Animus, und gehen dann immer nach England und versuchen das rauszufinden, ja. Diese Gruppe hier hat Ivors Grab hier gefunden, ja, da liegt Ivor. So sieht Ivor aus, wenn er nicht im Animus ist. Das ist ja die Geschichte bei Assassin's Creed, ne, muss man ein bisschen durchblicken. Assassin's Creed ist ja nicht Mittelalterspiel, sondern eher ein Zukunftsspiel, ne? Weil man spielt ja immer in der Gegenwart, geht in die Vergangenheit rein und das ist ja sehr Science-Fiction-lastig. Also sehr Fantasy und Sci-Fi. Und genau, jetzt gucken wir uns gleich mal an, was denn Ivor in England weiter erlebt. Wir sind schon Level über 200, aber gucken wir uns auch mal an, welche Gruppe denn hier versucht. Ja. Ihr merkt es, nicht nur Nordlichter und Blitze und zu viel Sonne und Sturm, sondern auch Erdbeben. Ja, also die aktuelle Zeit, die Gegenwart, der geht's nicht gut. Ja, das ist das Problem. Und man kann ja auch Radio hören. Ja, ja, muss man nicht unbedingt, aber man kann's, ne? Also, ist jetzt nicht jedermanns Sache. Na, hört das? Ja, hört das. So, da vorne stehen auch unsere Teammitglieder. Sie hier heißt Layla. So, und dann haben wir hier einen Laptop, den gucken wir uns jetzt gleich auch mal an. Den Stab kennt ihr vielleicht schon aus alten Teilen von Assassin's Creed, nämlich aus dem in Griechenland. Das müsste der Stab von Poseidon sein oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon wieder was länger her. Ja, und ihr seht auch hier, ich muss ein Ausgrabungsteam zu der Siedlung schicken, die wir dank Laylas Simulation entdeckt haben. Also wir gehen immer in den Animus und kriegen dann immer so ein bisschen raus, wo in der Gegenwart welche Sachen liegen und sowas, ne? Also das ist damals dann irgendwie verschüttet worden und wir sehen dann in der Gegenwart, wo denn diese verschütteten Items sind. Darum kriegen wir dann halt auch immer diese Artefakte in der Gegenwart, um gegen die Templer zu kämpfen, ne? Abstergo und so weiter, ne? Das ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Aber ich find's cool. Werden wir menschliche Überreste finden? Grabbeigaben, Zeugnisse des Krieges. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Die meisten englischen Städte, deren Namen auf Throp oder By enden, wurden von Wikingern gegründet. Selbst York geht auf Jorvik zurück, was wiederum eine nordische Abwandlung des Namens Eovrik ist. Ja, da seht ihr also alles, was... Es gibt einen Throp Park in England. Da war ich schon, ein Freizeitpark mit Achterbahn und so. Dann scheint das ein Wikingerpark zu sein. Keine Ahnung, warum der Throp Park heißt. Die Evolution vollzieht sich auf allen Ebenen, auch auf sprachlicher Ebene. Die Sprache der nordischen Siedler war eng verwandt mit dem Altenglisch der Angeln und Sachsen. So konnte man sich über die grundlegenden Dinge verständigen. Dies würde die schnelle Integration der Wikinger in England erklären. Nur so ein Gedanke, wenn die Amerikaner immer noch Englisch sprechen würden, könnten sie das Vereinigte Königreich ähnlich erfolgreich besetzen. Nee, ist klar. Ja, wir sprechen auch mal hier mit unseren Teammitgliedern. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie... zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen.
Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Ja, und genau das ist nämlich das Problem. Ja? Sie war auch schon in den Simulationen von Odysseus, ne? Also von dem griechischen Spiel, und von Origin, also auch von dem ägyptischen Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob die auch bei Mirage, also bei dem arabischen Assassin's Creed dabei sein wird, oder bei Shadows, dem japanischen. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, was da noch so auf uns zukommt. Der Orden der Ältesten. Je mehr wir über den Orden der Ältesten erfahren, desto weniger ähnelt er den Templern von heute. Wie ging diese Entwicklung vor sich? Dieser ältere Orden war besser von unseren ISO-Vorläufern. Ne, besessen von den ISO-Vorläufern. Also der Zivilisation vor der Menschheit. Gab es auch noch eine. Total krass, ne? Das kriegt man auch bei Assassin's Creed mit. Sie verehrte sie wie Gottheiten, strebte nach ihrem Status und ihrer Macht und beneidete sie um ihre Werke und Waffen im Namen des Ordens. Ja, aber mit einer sehr strengen Hierarchie, welche die ISO weit über den Menschen stellte. Fulke, die haben wir schon besucht in England, die man auch das Instrument nannte, verwendete diesen Begriff auch als Adjektiv. Sie glaubte, die Menschen seien mit einem Makel behaftet, niedere Wesen, deren Bestimmung es sei zu dienen. Die Templer hingegen glauben an den Menschen, was ich bewundernswert finde. Na, aber wir sind Assassinen, wir mögen keine Templer. Könnte es sein, dass die modernen Instrumente des ersten Willens eine Art Rückkehr in diese lang vergangenen Zeiten sind? Die Wiederauferstehung eines toten Ordens? Oder war er nie ganz verschwunden? Oh, schon wieder ein Erdbeben. Übrigens, wenn ihr was schreiben wollt, ne, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, ihr könnt gerne mit mir quatschen. Ich bin immer bereit, mit euch schön zu reden. Also einfach in den Chat. König Elfred, der Große, alias Elfred Drex. Was wissen wir über ihn? Berühmt wurde er durch seine heilige Vision, alle Königreiche Englands unter einem Herrscher zu vereinen. Eine Art Vereinigter Staaten von England. Oder einfach England. Sein Name sollte sich zu seinen Lebzeiten, nee, sein Traum sollte sich zu seinen Lebzeiten nicht mehr erfüllen, aber er hatte das Fundament gelegt. Er war wohl zu beschäftigt damit, gegen die Wikinger zu kämpfen. Seltsam, dass Shakespeare niemals ein Stück über Elfred und die Wikinger schrieb. Eine verpasste Chance. Nun ward der Sommer voll Frieden und Ruhe, zum Heulen Winter durch den Irren von Eowrig. Nee, ist klar. So, das hier ist der Techniker, ne? Ne, das ist mehr der Historiker und das ist mehr die Technikerin oder so. Hallo, Layla. Wo geht sie hin? Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Ja, ein Stimmungsstabilisator. Seltsame Nachricht. Ein Audiofragment, das von einem unbekannten Ort an unsere verschlüsselten Server gesendet wurde. Es wurde nichts gestohlen, nichts zerstört. Es wurde nur diese Datei hier deponiert.
Also, was haben wir hier? Eine kryptische Audiodatei, Stimme unbekannt. Darunter liegt ein Signal. Das Signal war ein Code, der uns an einen Ort hier in Neuengland führte. Also haben wir gegraben und sind auf Gold gestoßen. Besser gesagt auf Silber. Die geläufigste Währung des Mittelalters. Wir fanden die Grabstätte eines nordischen Kriegers, datiert auf das späte 9. oder 10. Jahrhundert und zu... und... Z mehrere Jahrhunderte. Und Z war ich nicht. UZ war ich jetzt nicht, was das heißt. Mehrere Jahrhunderte bevor unserer Zeitrechnung, glaube ich. Bevor dort die erste Siedlung entstand. Wenn wir richtig liegen, sind das bahnbrechende Neuigkeiten. Bleibt nur die Frage, wie sind diese Knochen dorthin gekommen und warum? Genau, warum ist der Wikinger hier begraben worden? Das hat noch keiner verstanden. So, und jetzt haben wir, glaube ich, mit allen geredet. Ich weiß nicht, ob der noch was anderes sagt, wenn man nochmal mit ihm redet. Sean, soll ich nach irgendwas suchen, wenn ich im England des 9. Jahrhunderts bin? Moment. Fragst du, weil ich Engländer bin? Ja. Ich meine, du bist Historiker. Ein englischer Historiker, also dachte ich. Ja. Und du hast recht. Bist du eigentlich immer so? So gut wie nie. Ich habe dir eine Liste, die du untersuchen könntest, per E-Mail geschickt. Die gegenseitige Verständlichkeit von Altnordisch und Altenglisch zum Beispiel. Gute Frage. Eivor scheint gut zurechtzukommen, aber ich werde darauf achten. Oh, und König Alfred, der einzige englische König, den man der Große nannte. Sieh dir sein Gesicht genau an, ja? Ich würde gerne wissen, ob die Statue in Winchester gut getroffen ist. Ich gehe ganz nah ran. Nur für dich. Gott, daran könnte ich mich nie gewöhnen. Und immer weiter Erdbeben und der Controller vibriert. Oh, sorry, ich gehe gerade etwas durch. Können wir später reden? Die Stimmen in diesen Animus-Anomalien. Eine ist von Alethea, aber die andere kenne ich nicht. Wie gut kennst du Alethea? Sie sprach schon früher zu mir durch den Stab. Sie ließ mich ein paar Tests und Simulationen machen, aber ich weiß nicht, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich habe seit mehr als einem Jahr nichts mehr von ihr gehört. Und in den Anomalien spricht sie wieder mit dir? Nein, das klingt wie mitgeschnittene Unterhaltungen. Sie scheinen nicht zu wissen, dass ich zuhöre. Oder es ist ihnen egal. Ich lade die Daten, die du gefunden hast, auf unseren Server hoch. Ich höre sie mir genauer an, wenn ich Zeit habe. Gute Idee. Ich hoffe, es geht dir gut. So, dann haben wir also hier unser Analyseteam für das, was wir alles in England finden mit Eivor. Aber wir haben noch einen Laptop und der hat ganz viele Informationen, die für euch sehr theoretisch und langweilig sind, aber die wir uns jetzt hier mal angucken. Weil, genau, das ist halt was, was in der Gegenwart ist. Und hier, das sind jetzt so Mails, die sind jetzt unwichtig. Das sind einfach Mails, wo Layla mit jemandem drüber redet. Und ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein, wir sind nur zu dritt und wir versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Ne? Also, sie versteckt sich vor der Welt, damit sie rausfindet, was denn auf der Erde gerade los ist. So, und dann haben wir Dateien bekommen, wichtige Orte in England. Layla, da du dich gerade in England herumtreibst, dachten Bex und ich, du würdest vielleicht gerne nach ein paar Dingen Ausschau halten. Bruderschaftshäuser der Assassinen, ja, in den verschiedenen Ländern, da sind wir gleich auch wieder unterwegs. Die Animus-Anomalien, die haben wir auch schon ein paar gefunden. Dann sind wir, das ist so ein Parcours-Kurs in England. Und Edensplitter, die sind natürlich ganz wichtig. Ja, es sind zwar keine ISO-Artefakte, nach denen wir im Speziellen suchen sollen, aber sie sind da draußen. Also auch die sollten wir rausfinden. Vor allem in der Gegend um Stonehenge. Ich meine, wie könnte das keine Stätte der ISO sein? Ja, also Stonehenge habe ich noch gar nicht selbst gefunden. Da muss ich auch noch hin. Da bin ich echt mal gespannt, was in Stonehenge los ist. Sitzungsbericht. Animus-Sitzungsbericht. Rebecca Crane, Sean und William Miles. Das ist eigentlich der Chef, glaube ich, der William. Einleitung. Miles ist, glaube ich, auch derjenige, der im ersten Teil in Assassin's Creed dann in der Welt war und so. Der Wandel des Ordens der Ältesten hin zu den Templern, wie wir sie heute kennen, wurden in unseren Kreisen schon immer heftig diskutiert. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Templer über dieses Wissen verfügen, doch bis zum heutigen Tag gibt es keine historischen Belege dafür.
Bis auf einige Ausnahmen gründeten sich die vorhandenen wenigen umfangreiche Datenlager auf öffentlich zugängliche Aufzeichnungen. Nach allgemeinem Verständnis liegen die Ursprünge der Tempelritter im Jahr 1119, was zusammenfällt mit den ersten offiziellen Auftritten der Templer. Laut unseren Aufzeichnungen gab es aber bereits zwei Jahrhunderte früher Templeragenten. In einem schwer beschädigten Dokument, dem Assassinenvertrag, der Mitte des 11. Jahrhunderts in der Normandie verfasst wurde, nutzte der Autor bereits den Begriff Templer in einem Brief, datiert auf das Jahr 978. Unterzeichnet von einem der Verborgenen aus dem heutigen Dorset, ist die Rede von einem Templerspion innerhalb der Bruderschaft. Wir können also davon ausgehen, dass der Templerorden als solcher und unabhängig vom Orden der Ältesten bereits Mitte des 10. Jahrhunderts existiert haben dürfte. Ja, alles andere so, ne, in Ägypten, das war ja schon noch früher, ne, und da gab es den Templerorden noch nicht, da waren das noch andere, ne, da waren das diese Orden der Ältesten, die haben sich halt gewandelt. Um unser Wissen über das dunkle Zeitalter zu erweitern, erklärte sich einiger unserer Agenten bereit, seine genetischen Erinnerungen nach Hinweisen zu diesem jahrhundertealten Rätsel zu durchsuchen. Leider wurde dabei keine neue Erkenntnis gewonnen. Sean Hastings begann die erste seiner 7 Sitzungen am 5. Oktober 2014. Im Verlauf der folgenden 3 Wochen untersuchte er verschiedene matrilineale und patrilineale Genstränge. Nee, ist klar. Auf mögliche Assassinen und oder Templer. Ne, die Gegner sind das ja. Er konzentrierte sich dabei auf das 9., 10. und 11. Jahrhundert. Seine Versuche blieben ohne Ergebnis. Im Folgenden wird ein Vorfahr vorgestellt, der für das Unterfangen von geringem Interesse ist, allerdings durch seinen einzigartigen Werdegang hervorsticht. Alrek Thorvaldsson war ein Jüte, der sich im frühen 9. Jahrhundert vom heutigen Dänemark aus auf eine Schiffsreise begab. Er hatte eine Holzplanke bei sich, auf der eine Karte eingeritzt war, die den angeblichen Fundort von Thors Hammer offenbarte. Vielleicht finden wir den ja am Ende hier von Assassin's Creed Valhalla. Alrek gelangte bis nach Stavanger. Dort geriet er mit einem machtvollen Clan aneinander. Er unterlag in der Schlacht und wurde versklavt. 10 Jahre später gelang ihm die Flucht aus der Gefangenschaft und er kehrte nach Jütland zurück, wo er heiratete und sich niederließ. Was mit Alreks Karte geschah, ist nicht bekannt und die Existenz von Thors Hammer, bei dem es sich mit Sicherheit um ein Artefakt der Vorläufer, also der Isu, handelte, bleibt daher unbestätigt. Alreks Nachfahren segelten nach den Eroberungszügen der Nordleute nach England und ließen sich in Lukeborough im heutigen Leicester, nee, ist klar, nieder. Ich kann diese ganzen Namen aus England nicht so richtig gut sprechen. Unsere Testperson ist dabei die Ironie nicht entgangen, dass ein Mann namens Hastings kein nutzbringendes genetisches Material zur nomadischen Invasion Englands im Jahr 1066 besitzt. Seine gute Laune und sein Humor hat er keinem Abbruch getan. Er fragt, ob er nicht als nächstes die Erinnerung seines Großvaters durchleben könnte und, wie er sagt, den Nazis eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Tja, in der Zeit waren wir nur ganz kurz in Pariser, ne, im Unity Add-on. Waren wir mal schnell in Paris und haben dort den Eiffelturm gestürmt, aber viel mehr haben wir nicht gesehen. So, und das hier sehen wir aus dem Anomaliefragment Nummer 1. Ja, ihr seht, da geht es dann doch sehr futuristisch oder sehr technisch zur Sache. Aber was das genau ist, kann man noch nicht sagen. Wir brauchen noch ein paar mehr Fragmente. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ja, das Wichtigste ist ja, dass wir hier in Neuengland in den USA sind, ne? Also, dass das Wikingergrab hier in den USA liegt, wo es eigentlich nach England gehört. Nein, nein, komm schon, Sean, schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Ach, ja,
Ernsthaft? Kleiner, komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbinden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden, aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist die Ontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch, schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich und Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Esmond Miles. Ja, damit hat alles angefangen, ne? Der erste Teil. Und ja, das war doch ganz lustig, wie die miteinander gesprochen haben. Er wollte erstmal gar kein Assassine sein und dann doch. Okay. Moment, ich stelle das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination.
Es ging um Ezio. Er war älter, wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassine zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISO-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gottverdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISU-Erinnerungen hochgekommen? ISU-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISU verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Ja, die ISU, die Vorgänger-Zivilisation. Da ist Desmond also ein Teil von, jedenfalls die DNA. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltungen von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Jo, so. Also, paar Informationen über Desmond. So, dann gibt's hier die Boten, nämlich die ISO-Boten. Ja, das ist das aus der Vergangenheit. Das gucken wir uns jetzt alles mal in Ruhe an. Wir gucken jetzt alles mal, was wir hier in der Gegenwart auf dem Laptop stehen haben. Und nachher gehen wir mal wieder ein, zwei Stündchen nach England rüber. Also jetzt im Moment alles Theorie-Crafting hier um Assassin's Creed.
Rebecca, bevor wir uns treffen, musst du dir das ansehen. Ich habe die Aufzeichnung aus meiner Zeit mit Bayek noch einmal durchgesehen. Ja, Bayek, Assassin's Creed Origin, ne, in Ägypten. Und bin auf ein paar alte Notizen gestoßen. In den Jahren, in denen ich das Ägypten der Kleopatra erkundete, fand ich 6 Iso-Tempel. Jeder erhielt eine Iso-Botschaft, offenbar bestimmt für jemanden, der genetische Erinnerungen lesen kann. Ich war die Glückliche, also Layla scheint auch Iso-Gene zu haben, wie Desmond Miles. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass sie für Bayrek selbstbestimmt waren, denn er schien sie gar nicht wahrzunehmen. Sie könnten so kodiert worden sein, dass nur jemand mit einem Animus sie lesen kann. Es ist nun schon ein paar Jahre her, seit ich diese Botschaften hörte, aber meine damals gemachten Notizen sprechen eine klare Sprache, der ich vertraue. Das könnte etwas mit all dem zu tun haben, ich weiß es nicht. Manchmal überschreite ich die Grenzen meiner Kompetenz. Ich bin enthusiastisch, liege aber oft auch falsch. Sag Bescheid, wenn dir noch etwas anderes auffällt, Layla. Botschaft 1, Auszug. Etliche Realitätsschichten, die miteinander verschwimmen. Was ist real, was nicht? Was, wenn gar nichts real ist? Wenn alles eine Lüge ist? Wir ließen tausende Simulationen durchlaufen auf der Suche nach der richtigen Version nach Desmond. Alle fühlten sich real an, sehr real, aber es gibt keine Gewissheit. Wir sind nie ganz sicher. Alles kann simuliert werden und die Antwort zu kennen könnte zur Ausradierung führen. Man sagt ja im Spott, der Leitspruch des Assassinen sei nichts ist wahr. Mögen wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen, um die Welt, das Universum, die Realität, was auch immer zu deuten, so ist sie dennoch da draußen. Daran glaube ich. Simuliert oder nicht? Wir können uns ein Dutzend verschachtelter Simulationen vorstellen und jede von ihnen würde auf ihrer Ebene eine vollständige Realität erzeugen. Wolfram, bei allem Respekt Conway gegenüber, vertritt die Theorie, das Universum sei ein gigantischer zellulärer Automat. Es gibt einen Punkt, an dem der Unterschied zwischen Realität und Simulation bedeutungslos wird. Wäre das Universum eine Simulation, was würde das für eine Rolle spielen? Die Simulation als Simulation selbst wäre real und deshalb wäre alles in ihr innerhalb der Grenzen der Simulation ebenfalls real. Nehmen wir an, ein Wissenschaftler könnte Schmerz erzeugen, indem er nur einige Neuronen reizt, aber keinen physischen Schaden zufügt. Die Testperson sagt, ich habe Schmerzen. Der Wissenschaftler erwidert, nein, du glaubst du, dass du Schmerzen hast. Das ist genauso sinnlos wie zu sagen, du dachtest, du hättest Schmerzen, aber du hast dich getäuscht. Ja, und da sieht man auch wieder dieses Isu, ne, aus der Vergangenheit. Sieht ein bisschen wie Hieroglyphen aus Ägypten, aber es hat mit der Vorgängerzivilisation zu tun, dieses Bild. Botschaft 2, Auszug. Wenig überraschend Schließlich wurden euch Grenzen eingebaut und man kann nicht über das reden, was man nicht begreift. Der Code. Gleichungen, die das Leben definieren. Sie sind tief in jedem Stern, in jedem Staubkorn, jede Sekunde, die vergeht, ist ein Wort, ein Symbol. Ein Teil einer komplexen und doch einfachen Sprache, die im Gefüge der Zeit selbst existiert. Er ist eine Regel, die für uns alle gilt, unveränderlich, unausweichlich. Was wir wissen ist, dass die Menschen das Instrument einer älteren Spezies der Iso waren. Er liege nicht der Versuchung, sie als überlegen zu bezeichnen. Sie waren anders, für manche Aufgaben besser gerüstet, für andere schlechter. Über den Geist, der sie beseelte, können wir nur spekulieren, aber das führt zu nichts. Wie fühlt es sich an, ein Iso zu sein? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Die Annahme, dass die Iso die Zeit lesen konnten, ist interessant, aber heißt das zwangsläufig, dass die Menschen, würden sie über dieselbe Fähigkeit verfügen, die Zeit in derselben Weise lesen würden? Ob konstruiert oder Ergebnis der Evolution oder ein bisschen von beiden, man kann nicht sagen, dass wir geschaffen wurden, um dieselben Ziele zu erreichen. Eine runde Scheibe wirkt von vorne wie ein Rad. Von der Seite wie eine Fläche. Wie wir etwas einsetzen, entscheidet über seinen Wert und seinen vermeintlichen Zweck. So, da haben wir wieder so ein Iso,
Bild, ne? Wieder aus den Vorgängerteilen. Bricht den Code, bricht den Knoten. Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern können. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchen es. Unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen, sie alle bemühen sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle versagen. Keiner konnte ändern, was wir entdecken. Die Geschichte, die in den Wänden dieser Räume geschrieben sind. Der Leser hat keine Macht, er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor, er denkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Die Toba-Katastrophe, der Ausbruch eines Supervulkans, gepaart mit einem koronalen Massenauswurf, läutete das Ende der ISO ein. Also, ne, super krasser Vulkan und so weiter. Und die ISO sind gestorben. Sie veränderte das Angesicht der Erde und ließ den Sauerstoffgehalt der Luft sinken. Die ISO erholten sich nie davon. Nach unseren Schätzungen starben die letzten ISO nur etwa 100 Jahre später. Von diesem Punkt an übernahmen die Menschen, ihre Schöpfung, die Herrschaft. Die Katastrophe kam nicht überraschend. ISO-Wissenschaftler wussten schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, um die drohende Gefahr und arbeiteten fieberhaft an einer möglichen Lösung, um ihre Spezies zu retten. 6 Methoden haben sie ausprobiert, aber dank einer toxischen Mischung aus Selbstüberschätzung, politischen Richtungskämpfen und einem guten Portion Pech schlugen alle 6 fehl. Okay, die haben also probiert, dass sie doch an der Macht bleiben, okay? Die letzte Methode war die vielversprechendste und fast schon einsatzbereit, als das Schicksal zuschlug. Es war die Methode, auf die Desmond Miles zugriff, als er die Welt im Dezember 2012 vor einem zweiten verheerenden Sonnensturm bewahrte. Die Stimme beklagt das vielschichtige Versagen ihrer Spezies, sich selbst zu retten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie haben zusammen mit Desmond uns gerettet. Der Erfolg kam verzögert. Dann die Botschaft. Bricht den Code, bricht den Knoten. Eindringlich und äußerst rätselhaft. Ja, was sie sich da Gedanken machen, ne? Dabei Ubisoft, was das denn da für eine Vorgängerrasse ist, was das hier für ein Bild ist. Keiner versteht das. Wir kriegen die häppchenweisen Informationen und raffen nichts. So, Isoboten 4. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variationen. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel, kontinuierlich, Knoten sind statisch, permanent und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder kannst du spüren, wie eine Welle zusammenstürzt und versucht, Desmonds Akt des Widerstands zu korrigieren. Der nächste Knoten bringt das Ende der Welt. Die Algorithmen legen den Fluss der Möglichkeiten nun schon seit über 100 Jahren auf dieses Ziel hin, die Welle kollabieren zu lassen. Das übersteigt meinen Horizont bei weitem. Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss jemanden kontaktieren, der sich mit diesem Scheiß besser auskennt. Aber so viel scheint klar. Die Struktur der Raumzeit und des Universums sind so beschaffen, dass bestimmte Ereignisse oder Cluster von Ereignissen zwangsläufig eintreten. Ein Flaschenhals, durch den die Raumzeit fließt und es ist nahezu unmöglich, ihm auszuweichen. Etwas an dieser Katastrophe, die Desmond im Jahr 2012 abgewendet hat, zwingt sie zurückzukehren, gleichgültig gegenüber unserer Angst und unserem Schmerz, wie eine Gezeitenwelle, die sich über das Meer des Weltraums wälzt. Sie schlug einmal gegen den Deich und das hat sie für eine Weile gestoppt, aber die See holt wieder zum Schlag aus. Und wieder und wieder und wieder. Das erklärt in gewisser Weise, was gerade um uns herum geschieht. Was wir dagegen unternehmen können, wissen wir deshalb auch noch nicht. Vor allem nicht aus dem Inneren des Animus heraus. Einer Simulation innerhalb einer Simulation. Tja.
Die Realität ist ein mathematisches Modell, das von Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganzen eigene Welt für sich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definierter Perspektiven. Wir haben dich und deinen Sinn so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Selbst wenn wir die Zeit plötzlich sehen könnten, wäre das keine Garantie dafür, dass unsere Wahrnehmungsvermögen dem der ISO gleicht. Also, ne, es geht immer weiter um die Vorgängerzivilisation. Stellen wir uns die Zeit als eine Entität vor. Stellen wir uns vor, dass die Zeit eine wahrnehmbare Sache ist, genau wie das Licht eine wahrnehmbare Tatsache ist. Die Fähigkeit, die Tatsache zu sehen, garantiert keineswegs, dass alle sie auf die gleiche Weise sehen. Es gibt Lebewesen auf dieser Erde, die das Licht völlig anders lesen als wir und zu gänzlich anderen Zwecken. Menschen sehen innerhalb eines hinlänglich bekannten Spektrums die Regenbogenfarben. Dieser Farbsehsinn wird begrenzt durch drei Zapfen unserer Netzhaut. Nachtaktive Kreaturen verfügen über ein ganz anderes Spektrum und nutzen es zu anderen Zwecken, um sich bei Nacht zu bewegen, zu jagen oder zu lauern. Ihre Sehfähigkeit entwickelte sich parallel zu ihren Bedürfnissen und ist jetzt darauf beschränkt, genau wie unsere. Das Licht ist nur eine banale Sache, die von verschiedenen Spezies unterschiedlich genutzt wird. Wenn wir unterstellen, dass wir die Zeit lesen könnten, würde das gleichzeitig unterstellen, dass wir eine bestimmte Verwendung für die Zeit hätten. Und die letzte Botschaft der ISU. Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam. Und doch entstehen die großen Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Realität ist eine Simulation. Brich den Code. So entkommst du dem Unausweichlichen. Der Animus war der erste unbewusste Versuch der Menschheit, das Unsichtbare zu erklären, genetische Erinnerung zu verstehen, die Vergangenheit zu sehen. Dein Animus ist anders, wie auch der Geist, den er erdachte. Ich könnte dem Code entkommen, diesen Sprung schaffen und eine Entscheidung ermöglichen, die sich der geltenden Ordnung widersetzt. Eine lächerliche Vorstellung. Ich könnte aus dem Animus heraus, also auf eine Simulation innerhalb dieser sogenannten Simulation, etwas in der Natur der Realität da draußen ändern. Aber ich glaube dennoch zu verstehen, was diese Stimme mir sagen will. Mein Animus besitzt die Fähigkeit, Alternativen für die Geschehnisse längst vergangener Zeiten vorzuschlagen. Ich kann für jeden beliebigen Moment extrapolieren, was gewesen sein könnte. Berechnung der Zeit. Ich bin nicht beschränkt durch das, was war, sondern durch das, was hätte sein können. Ja, die Geschichte ist real. Fakten kann man nicht ignorieren, aber ich kann innerhalb des Animus jeden Moment auswählen und eine Erinnerung befragen. Ich kann die Welt fragen, was wäre gewesen, wenn? Was, wenn Bayek und Aya zusammengeblieben wären? Was, wenn Kemu nicht ermordet worden wäre? Ich kann Hypothesen aufstellen und dabei zusehen, wie sie sich entfalten. Warum sollten sie das wollen? Für das Wissen, für ein besseres Verständnis davon, welche Tragödien vermieden wurden? Das bleibt abzuwarten. Ich bin in gewisser Weise der Leser der Berechnungen, so wie die ISU in alten Zeiten. Vielleicht beherrsche ich dieses Talent eines Tages so gut, dass ich die Zukunft blicken kann. Um Dinge vorherzusagen, zu korrigieren, zu vermeiden, das wäre wenigstens etwas wert. Ja, also die sagen ja auch immer Zeitstrahlsimulation und verschiedene Abläufe im Animus. Das ist halt alles so ein bisschen dieses Multiversum, Paralleluniversum und so weiter, ne? Aber der Animus ist ja schon was ganz Eigenes. So, das hier ist dieser Stab, ne? Den haben wir schon gefunden. Den haben wir in Griechenland gefunden. Ist ein ISO-Stab, ne? 75.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, ne? Kommt aus dem späten ISU. Die ISU haben den gebaut, ja? Ein Singularitätszeitalter ist es. Boah. Ne? 75.000 Jahre vor uns. Aber ne, in Griechenland haben wir ihn bekommen. 2018.
Das ist halt das Verrückte, ne? Dieser Stab, einer von vielen ISO-Stäben, die wir kennen, ist vor allem ein Instrument der Medizin. Ablegbios-Stab, genau. Er kann in beispielloser Geschwindigkeit organisches Gewebe heilen, reparieren und verjüngen. Moment. Und ist dazu in der Lage, die Lebensspanne des Trägers weit über den Durchschnittswert von Menschen und ISO zu verlängern. Zudem kann er Lebewesen, die sich in kritischem Zustand befinden, wiederbeleben. Ob der Stab auch Tote wieder zum Leben erwecken kann, wurde bisher nicht überprüft. Angesichts seiner bekannten Eigenschaften ist dies jedoch unwahrscheinlich. Er liest und kopiert die DNA des Trägers, um in großem Maßstab perfekte Replikationen zu ermöglichen. Er kann fehlerhafte Kopien aufspüren und reparieren, solange der Träger direkt Kontakt zu ihm erhält. Er wurde gelegentlich als Waffe eingesetzt, womöglich um Vorteile aus den enormen Energien zu ziehen, die er aus dem drahtlosen Energieleiter der ISO gewinnt. Ja, das ist lustig. Ich habe den als Waffe benutzt bei Assassin's Creed. Stimmt. Odyssey. Der Stab dient zudem als Behältnis oder Kanal für die Identität der ISO namens Alethia. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um das originale Bewusstsein von Alethia oder um eine Simulation des Originals handelt. Die meisten Neurowissenschaftler würden allerdings sagen, dass es keinen Unterschied macht. Seit Beginn des Jahres 2019 hat die Wesenheit namens Alethia keinen Kontakt mehr unternommen mit mir in Kontakt, versucht mehr unternommen, mit mir in Kontakt zu treten. Bislang bleibt meine Aufgabe als Erbin der Erinnerung, wie Alethia mich nannte, unklar. Ja, bekannter Träger: Hermes, Pythagoras, Cassandra und jetzt, ich. Layla. Secure Share, was haben wir denn hier? Hey Leute, danke, dass ihr das Manuskript mit mir geteilt habt. Das ist echt faszinierend. Zum ersten Mal haben wir damit die Möglichkeit, einige Inschriften der Vorläufer entziffern zu können. Also der ISO. Aber es wird noch besser. Mir sind sofort einige Parallelen zu alten Sprachen aufgefallen. Jetzt, wo ich die Glyphen entziffern kann, suche ich in den Archiven der Vorläufer nach weiteren Quellen. Ich muss mich durch die vielen Arten von Texten arbeiten, die wir in der Stätte des Vorläufers fanden, um einige zu finden, die diese Inschrift ähneln. Es ist verwirrend, wie viele verschiedene Schriftsysteme sie hatten. Vielleicht waren die Vorläufer nicht die homogene Zivilisation, für die wir sie hielten. Wie dem auch sei, nach etlichen Abgleichen bin ich zu einem eindeutigen Schluss gelangt. Die Sprache ist verwandt mit alten Sprachen aus der indoeuropäischen Familie. Auf Basis des Materials, das ich studiert habe, würde ich sogar so weit gehen zu behaupten, dass es sich um eine Vorform handelt. Oder dass sie zumindest großen Einfluss auf diese hatten. Das ist wirklich faszinierend. Dank dieser vergleichenden Analyse konnte ich wenigstens einen Teil der Inschrift entziffern. Der Text oben bedeutet so viel wie: Wenn Untergang und Tod uns drohen und die Eruption der Sonne naht, eilen wir zum Seher der Zukunft. Ich lege alle weiteren Funde in diesem gemeinsamen Ordner ab. Vielleicht sind sie euch noch von Nutzen. Haltet mich auf dem Laufenden, falls ihr etwas Neues findet. Anthony. Ja, das ist ja das, ne? Die Welt ist ja gerade, ne, mit vielen Erdbeben und Nordlichtern und Sonneneruptionen und so, ne? Wir haben ja jetzt im Moment das gleiche Problem hier, gegenwärtig. In Valhalla. Im Spiel. Dies ist der erste Teil des Manuskripts, das ihr in Canterbury gefunden habt. Der Autor nutzte eine kursive Version des Alphabets. Es scheint sich um dieselbe zu handeln wie die Voynich-Manuskript. Die Handschrift ist allerdings definitiv eine andere. Übersetzung. Bekanntmachung des Tages 24.2161. Die Botschaft des Rats. Für die schwere Arbeit, die wir nicht selbst verrichten können, brauchen wir Tiere von großer Körperkraft, jedoch geringer Geisteskraft. Frei im Handeln, aber nicht im Denken. Um für ihre Kontrolle zu garantieren, müssen sie die Fragen der Vorstellungskraft leichtgläubig sein. Bezüglich von Tatsachen sollten sie jedoch misstrauisch sein. Sie müssen Muster sehen, wo es keine gibt. Sie müssen an Korrelationen zweifeln, die ihren Wünschen zuwiderlaufen. In allen Dingen müssen wir sie als unsere Instrumente betrachten, nicht als unsere Kinder. Sie werden für uns bauen, ernten, schuften. An Land, auf See, im Himmel. Sie sollen Werkzeuge sein, deren wir uns bedienen. Keine Kreatur, an der wir unsere Herzen hängen. Unser amtierender Vater Yaldabaoth
hat uns den Befehl erteilt, mit der Produktion zu beginnen. Unsere amtierende Mutter Saklas hat die Entwürfe präsentiert. Unsere amtierende Stimme Samael hat die nötigen Handwerker versammelt. Die Schöpfung beginnt jetzt. Ist das etwa eine Bestellung der Menschheit? Unglaublich. Wo hat Fulke das nur her? Konnte der Orden diese Sprache lesen? Bitte versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, Layla. Ich habe Mentor Miles informiert. Ich habe mich übrigens an die Übersetzung einiger Seiten des Volchi-Manuskripts versucht, aber ohne Ergebnis. Dort wurde offenbar eine Verschlüsselung verwendet, die man nur mit Vorläuferkästen knacken kann. Ja, also das hier ist die Bestellung für Menschheit. Sehr cool, diese Isu. Die Tafel wurde in Jobustan, Aserbaidschan, gefunden. Bekanntmachung des Tages. Die Arbeiter von der Baustelle werden der Reinigung des Sees zugeteilt. Tritt ab sofort in Kraft. Ich bin mir nicht sicher, auf welchen See sich das bezieht. Angesichts der Hinweise, die wir gefunden haben, müsste es dort ein Gewölbe der Vorläufer geben. Diese Nachricht erscheint das zu bestellen. Leider haben wir ihn noch nicht gefunden. Vielleicht wird uns das helfen. Okay. Jerusalem. Diese Keramikscheibe wurde in Jerusalem gefunden. Die Sonne schien warm im Inneren einer flammenden Anblick. Nun kühle ich die Wunden in einem See aus Tränen. Ein Beispiel für Vorläufer-Dichterkunst. Und noch dazu ein ziemlich trauriges. Man betrachte, dass der Originaltext ein Metrum von 16 Mohren pro Vers. Ne, ist klar. Serengeti. Die Tafel wurde in der Serengeti in Tansania gefunden. Was war, ist unwahr. Was geschah, wurde ungeschehen gemacht. Es ist Krieg, keine Rebellion. Alle werden zum Kampf gerufen. Okay. Diese Tafel wurde in Xi'an, in China, gefunden. Übersetzung. 2800 Schaufeln zum Schaufeln, Äxte zum Hacken, Flüge zum Pflügen. Schließ sie weg oder versteck sie. Ich fürchte Diebe in unseren Reihen. Schaufeln, Äxte und Flüge. Warum sollten die Vorläufer trotz ihrer fortschrittlichen Technologien so archaische Werkzeuge benutzen? Oder wollten sie ihre Technologie den menschlichen Sklaven vorenthalten? Es gibt so vieles, was wir nicht über diese Vorläufer wissen. Das ist echt so. Und sie hat noch ein paar Bilder hier. Von den Leuten, von dem Animus. Ja, von der sich im Moment nicht gut entwickelnden Erde. Zu viel Sonne. Aber schöne Bilder. Und was liegt noch im Papierkorb? Eine Vernehmung. Ach, die Datei ist beschädigt. Schade. Oder noch ein Brief. Monsieur Madame Bibeau. Mein Name ist Layla Hassan. Ich war eine Freundin und Kollegin von Victoria, sowohl während unserer gemeinsamen Zeit bei Abstergo, als auch bei unseren späteren freiberuflichen Tätigkeit. Während der Zeit, in der ich mit ihrer Tochter zusammengearbeitet hatte, habe ich stets den allergrößten Respekt vor ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihren Fähigkeiten, sich selbst unter großem Druck konzentrieren zu können. Sie war eine Quelle der Inspiration, nicht nur für mich, sondern für jeden, der sie kannte. Nun wende ich mich an sie, weil ich hoffe, zur Aufklärung der Umstände ihres Todes beitragen zu können. Mir ist klar, wie eigenartig es für sie sein muss, eine solche Nachricht von einer Frau zu erhalten, deren Namen sie wahrscheinlich nie zuvor gehört haben. Aber bitte gestatten Sie mir, mich zu erklären. Kurz vor dem Unglück, bei dem Ihre Tochter ums Leben kam, war ich mit ihr zusammen. Tatsächlich bin ich nicht ganz unschuldig daran. Oh oh. Naja gut, das hat sie dann gelöscht und nicht weggeschickt. Ja, das ist also die Info, die wir im Moment in der Gegenwart zusammengesammelt haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch wieder nach England zurück. Und versuchen, die Hauptstory dort weiterzuspielen. Jetzt werden wir locker mal wieder Ivor. Jetzt wird es wieder ein bisschen actionlastiger hier. Ab zurück nach England.